Wer hätte gedacht, dass man an Tag 2 jemanden schon so nicht leiden kann? Die Folge beginnt wie immer mit einer kleinen Vorschau und in der wird über den Hendrik-Skandal geredet. Das ist einfach nur Show. Das finde ich dann schon. Oh, ist der Henrik etwa doch nicht so ehrlich, wie er im ersten Gespräch gesagt hat? Ich weiß nicht, ist es einfach von außen betrachtet einfacher, die Menschen in solchen Gesprächen zu durchschauen? Oder ist sie einfach sehr naiv gewesen, zu denken, dass der wirklich sehr ehrlich ist und es gut meint und wirklich sehr gerne eine Beziehung haben will, obwohl er einfach die letzten Jahre wahrscheinlich nur One-Night-Stands hatte, weil er halt einfach nur ballern wollte? Wir fangen da an, wo die letzte Folge aufgehört hat, und zwar am Abend, wo Aurelia sich für den Henrik entschieden hat. Und die beiden hatten dann ein kleines Date zu zweit. Ja, ich glaube nicht, dass irgendeiner schon so ein tiefgreifendes Gespräch hat wie wir hier auf der Insel. Ja, es war halt sehr deep und ich merke schon, um den Typen wird es sich die ganze Staffel, glaube ich, sehr viel drehen. Könnte unser neuer Yasin werden. Yasin? Yasin? Und mit was für Worten beendet man ein schönes, tiefgründiges Date? Hast du Bock schlafen zu gehen? Ja. Ja. Gehen wir, oder? Let's go. Ich bin auf jeden Fall mega froh, dass ich endlich jetzt auch ein Couple habe und auch nicht mehr alleine schlafen muss. Endlich habe ich ein Couple und muss nicht mehr alleine schlafen, weil die eine Nacht hier, die war schon wirklich ziemlich hart, so ganz alleine in meinem Bett mit 10 anderen Leuten in einem Raum. Der nächste Morgen startet direkt mit einer Nachricht für die Boys, und zwar ist eine neue Granate in die Villa eingezogen. Ich bin Pia, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Köln und bin Praxismanagerin beim plastischen und ästhetischen Chirurgen. In ihrer Vorstellung redet sie eigentlich nur darüber, was sie hat alles an sich machen lassen und dass sie auf einer Skala von 1 bis 10 eine 12 ist. Das hört sich jetzt richtig arrogant an, ne? Aber bin ich gar nicht. Zur Begrüßung gab es dann erstmal ein Frühstück mit Pia und den Jungs zusammen. Da ist jetzt irgendwie nichts Nennenswertes passiert. Die haben sich halt unterhalten, ein bisschen kennengelernt. Und dann irgendwann kam halt auch die Eiländerin noch dazu. Und was sagen die so zur neuen Granate? Sie ist definitiv hübsch, aber ich finde nicht die direkte Konkurrenz. Also die ist schon echt hübsch, aber ich finde dieses perfekt symmetrische Gesicht, das ist überhaupt nicht so meins. Und diese hübsche Nase nicht. Ich finde, da muss so eine andere Nase rein. Und die hat sowieso ihre Brüste auch machen lassen. Also meine Brüste sind zwar auch gemacht, aber das ist was ganz anderes. Bei mir sieht das ganz natürlich aus. Also für Anna ist es jetzt schwierig, weil das sind ja trotzdem so die zwei Single Ladies. Und ich finde, Anna ist ihr ähnlicher als ich. Also, wir sind zwar alle drei Blondinen, aber die zwei, die sind sich ähnlicher. Das sind ähnlichere Blondinen. Die zwei sind halt einfach so, wenn man sie anguckt, dann denkt man sich so, Blondine. Wenn man mich anguckt, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. In der Zwischenzeit zweifeln Geraldine und Marc an deren Beziehung. Ich habe einfach gemerkt, ich komme mit anderen, komme ich einfach besser klar, die Gespräche sind leichter. Also ich bin ja echt ein gesprächiger Mensch, ne? Und mir ist halt selber aufgefallen, so, ich hatte irgendwie gar nicht so viel mit dir zu reden. Und es fehlt halt irgendwie noch die Anziehung, ne? Wenn man Voll, ehrlich ist. voll. Was ist denn das jetzt hier, ey? Es reicht ja nicht, dass die sich alle super gut verstehen. Jetzt gehen die beiden auch noch im Guten auseinander und sind sich komplett einig und harmonieren. Wer harmoniert beim sich trennen? Geraldine war halt einfach unglücklich mit der Situation. Hat mich schon innerlich belastet, weil ich halt irgendwie mit der Situation voll unglücklich war mit mir und Marc. Ne? Es ist absolut nichts gegen Marc. Sondern einfach, ja, es hat sich einfach nicht so richtig angefühlt. Die letzten 24 Stunden, die haben mich einfach belastet und ich finde, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Ja, und jetzt, wo Marc wieder frei ist, macht er sich direkt auf den Weg, um das Gespräch zu Anna zu suchen. Es harmoniert. Bitte, was tut es? Ich finde, es harmoniert voll zwischen mir und Marc. Boah, es tut richtig gut. Oder? Es tut richtig gut. Wie bitte? Es tut richtig gut. Ich auch. Ja, also die beiden werden sich auf jeden Fall verstehen, wenn sie alles mindestens dreimal wiederholen müssen. Also ich finde ja schon, dass die beiden echt gut zusammenpassen und ich kann mir schon vorstellen, dass sich da was zwischen ihnen entwickeln wird. Aber die beiden sind einfach so langweilig. Als nächstes folgte die erste Love Island Challenge. Ich persönlich mag eigentlich so diese Spiele nie in den Trash-TV-Sendungen. Ich finde es immer super nervig, wenn es da einfach nur darum geht, wer mehr Punkte hat. In dieser Challenge erfährt man aber einige Geheimnisse über die Islander und das macht es dann doch wieder interessant. Also, in der Challenge müssen zunächst die Jungs eine Wasserrutsche in ein Planschbecken runterrutschen. In dem Planschbecken befinden sich Flaschenpost, Flaschen. Und davon müssen sie sich eine aussuchen.
dann das Geheimnis drin vorlesen und dann die Eiländerin küssen, zu der, die das Geheimnis zuordnen. Als erstes war Henrik dran, der herausfinden musste, welche der Eiländerin denn eine Peitsche zu Hause besitzt. Und da hat er sich sehr schnell für die Aurelia entschieden. Eine heiße Peitsche. Er hatte recht. Als nächstes muss Mark herausfinden, wer von den Eiländerinnen schon mal einen Dreier mit einem Mann und einer Frau hatte. Da hat er sich für Anna entschieden, es war aber die Geraldine. Und der gefiel das gar nicht, also dass ihr Geheimnis rauskam, dass sie vor der Sendung ja irgendeinem Redakteur oder so erzählt haben musste. Von uns erfährt keiner was. Ehrenwort. Ganz Deutschland weiß. Sonst hätte ich das doch nicht gesagt. Ich habe mit dem Geheimnis nicht gerechnet, dass das rauskommt. Aber ich schreibe das jetzt hier im Vertrauen auf diesen Bewerbungsbogen. Ne? Das erfährt dann hinterher aber keiner, oder? Ich hatte mal was mit Giovanni Zarellas Bruder Stefano. Marc hat sich für Pia entschieden. Die richtige Antwort war aber... Anna. Woher kennst du Stefano? Gib mal Nummer. Und als kleine Zusammenfassung der restlichen Geheimnisse. Luca hatte Sex am Strand und wurde währenddessen beklaut. Josua und seine 5 Brüder haben alle den Zweitnamen Maria. Und der Hendrik behauptet Folgendes über sich. Mein Penis ist mein schönstes Körperteil, da er die perfekte Form und Größe hat. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Nachdem die Eiländerinnen das Spiel gewonnen haben und alle wieder zurück in der Villa ankommen, möchte Henrik ein Gespräch mit der Melina führen. Und sie hat auch Bock, weil sie ist so richtig gut darin, Gespräche zu führen. Bei mir ist es auch wichtig, dass wir uns auch alle wirklich kennen. Ja, dann kannst du vielleicht bei dem nächsten Gespräch ein paar Gegenfragen stellen, nur so als Tipp. Der Henrik, der zeigt sehr großes Interesse an der Melina. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich dich auf jeden Fall interessant. Ja, für mich so sehr definitiv nur 2 so überhaupt in Frage kommen würden. Du gehörst auf jeden Fall dazu. So. Das freut sie zwar sehr, aber... Ja, ich brauche schon viel Zeit. Ja. Ja, das gefällt ihm dann nicht mehr so gut. Aber dass er dieses Interesse überhaupt gezeigt hat, das gefällt der Aurelia nicht. Was ist das für ein Pisser? Ich bin so dumm. Nee, würde ich nicht doch, sagen. Doch, ich bin dumm, weil ich an Charakter glaube und ich finde sowas nicht so. Nein, ich mich da nicht einfach. Aber man kann ihr das ja jetzt auch nicht übel nehmen, ne? Wenn der Henrik im ersten Gespräch gesagt hat, dass Ehrlichkeit ihm am wichtigsten ist, dann hätte ich dem das jetzt auch geglaubt. Wow, meine Menschenkenntnis ist ja wirklich in diesem Fall komplett falsch. Ja, das kann man so sagen. Das Traumpärchen Josua und Chiara hatten dann am Abend ein Date zusammen. Und ich muss schon sagen, dass das, glaube ich, so meine Favoriten sind bis jetzt. Also Chiara ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch. Bei Josua bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wir sind Barbie und Ken. Ich finde es eigentlich ganz witzig und bin froh, dass wir so diesen Status haben. So, hast du einen bestimmten Typen, dass du sagst, so ja, mehr... Definitiv. Ja. Ja, musst einfach in den Spiegel schauen, dann kennst du meinen Typen so. Oh. Ja, ist so, nein, wirklich. Oh. Eigentlich ist der echt nett und ich finde, die passen richtig gut zusammen. Aber ich traue dem noch nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, dass die beiden jetzt sehr schnell zusammengefunden haben und auch ein Paar werden. Aber wahrscheinlich kommt dann irgendwann noch mal eine Granate rein, wo Josua so ein bisschen ist so, oh mein Gott, die muss ich auch noch kennenlernen. Und dann ist er sich halt kurz nicht sicher. Aber am Ende kommt er wahrscheinlich doch wieder zu Chiara zurück. Zur gleichen Zeit sprechen sich Aurelia und Henrik jetzt aus. Und Aurelia kommt auch direkt zum Punkt und findet, sowas macht man nicht. Ich finde, sowas macht man nicht, wenn man sich nicht irgendwie zu 100% sicher ist, okay, die möchte ich noch näher kennenlernen. Aber am Ende verstehen die beiden sich dann doch wieder richtig gut und Aurelia kann dann auch noch richtig punkten bei Henrik. Ich bin halt ein dominanter Typ Frau, auch im Bett. Du bist dominant im Bett? Ja. Na, hat da jemand wieder Interesse bekommen? Viel zu geil. Ohne Witz. Das ist echt geil. Und zum Schluss gibt's noch mal ein richtig interessantes Gespräch zwischen Anna und Marc. Oh, meine Mama hat sich ein E-Bike gekauft, das ist so geil. Neues Trinkspiel. Jedes Mal trinken, wenn Marc oder Anna etwas mit richtig krasser Begeisterung sagt, was aber eigentlich gar nicht so krass ist. Spielst du gerne Golf?
Ich hab's noch nie gemacht. Hast du nicht gemacht? Das müssen wir machen. Und das war's auch mit Tag 2. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer bis jetzt euer Favorit ist und was ihr so von Hendrik haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.